Like dieses Video in den nächsten 5 Sekunden für kostenlose V-Bucks in Fortnite Season 2. Yo Leute, was geht? Heute in diesem Video geht es um kostenlose V-Bucks in Fortnite Chapter 3 Season 2. Ich zeige euch heute in diesem Video nämlich einen neuen gratis V-Bucks Glitch in Fortnite, mit dem ihr richtig viele kostenlose V-Bucks bekommen könnt. Dieser neue V-Bucks Glitch sollte auf jeder Konsole funktionieren, wo man Fortnite spielen kann. Das heißt, egal ob ihr auf der PlayStation, auf der Xbox, auf dem Handy, auf Nintendo Switch oder wo auch immer spielt. Jeder einzige von euch kann diesen ganzen V-Bucks-Glitch nachmachen, kann sich gratis V-Bucks freischalten. Und bitte beachtet, ich zeige euch heute in diesem Video nicht nur einen V-Bucks-Glitch, sondern werde euch mehrere sehr gute Tricks zeigen, wie ihr gratis V-Bucks in Fortnite freischalten könnt. Deswegen lohnt es sich, das Video bis zu Ende anzugucken. Lasst jetzt sofort ein Like auf das Video da, falls euch das Ganze gefällt, und teilt dieses Video an alle eure Freunde, die Fortnite spielen, damit eure Freunde auch gratis V-Bucks freischalten können. Jetzt ganz viel Spaß beim Video und let's go. Außerdem habt ihr jetzt sogar nochmal die Chance, einen Skin eurer Wahl aus dem Itemshop von mir geschenkt zu bekommen. Und wenn ihr jetzt Bock habt, ein Geschenk zu bekommen, schickt mir direkt eine Freundesanfrage bei Epic Games. Mein Epic Games Name lautet Official Junior mit so einem X. Wenn ihr mir eine Freundesanfrage geschickt habt, dann bitte ich euch, abonniert jetzt sofort diesen YouTube-Kanal Official Junior. Das Ganze ist auf jeden Fall kostenlos. Aktiviert unbedingt die Glocke, stellt die Glocke auf allem, wirklich nichts mehr zu verpassen. Als nächstes sehr, sehr gerne mal einen Like auf das Video da lassen, falls euch diese ganze Aktion gefällt. Und das Allerwichtigste, Freunde, schreibt jetzt sofort Hashtag Skin plus euren Epic Games Namen in die Kommentare. Und by the way, umso mehr Kommentare schreibt, umso höher ist die Chance, dass ich euren Kommentar sehe. So, meine Freunde, wir beginnen jetzt direkt mit gratis V-Bucks Trick Nummer 1. Hierbei handelt es sich um einen neuen V-Bucks Glitch in Fortnite Chapter 3 Season 2. Ich zeige euch ganz kurz, wie diese ganze V-Bucks Glitch funktionieren soll. Und zwar geht es dabei um einen geheimen V-Bucks-Automaten. Wenn ihr diesen V-Bucks-Automaten findet, könnt ihr euch unendlich viele V-Bucks abholen. Wie funktioniert das Ganze, kann ich ganz kurz erklären. Und zwar ganz am Anfang geht ihr hier in die Einstellungen auf euer Profil und macht ganz wichtig den Online-Status auf abwesend. Hier den Gruppendatenschutz müsst ihr unbedingt auf privat einstellen, also nicht auf öffentlich, nicht auf Freunde, sondern wirklich auf privat. Und hier unten bei Datenschutz müsst ihr auch wirklich alles auf privat einstellen, damit dieser ganze Glitch funktionieren kann. Als nächstes geht ihr direkt in die Einstellung von Fortnite, geht hier auf dieses kleine Zahnrad und geht hier einmal ganz nach unten. Hier unten seht ihr dann die Wiederholungen. Diese Wiederholungen sind normal immer auf an, aber für diesen ganzen V-Bucks Glitch müsst ihr die Wiederholungen einmal bitte alle auf ausstellen und danach auf anwenden klicken. Als nächstes müsst ihr dann nur noch auf Spielmodus auswählen gehen, dann geht ihr hier oben von Epic und geht eins nach rechts, beziehungsweise danach nochmal eins nach rechts und wählt einmal den Kampflabor-Modus aus. Diese ganzen V-Bucks Automaten gibt es wirklich nur im Kampflabor-Modus, deswegen wählt jetzt diesen Modus aus und ihr könnt jetzt entweder selber auf die Suche nach diesen V-Bucks-Automaten gehen oder ihr kommt aber jetzt sofort in meinen Fortnite-Discord-Server. Der Link dazu ist ganz oben in den Kommentaren angepinnt, denn in meinem Fortnite-Discord-Server bin ich zusammen mit einem Kollegen und wir suchen gerade diese V-Bucks-Automaten und werden euch dann die Standorte in den Discord reinposten. Deswegen kommt jetzt auf jeden Fall in den Discord-Server. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, ob das Ganze funktioniert. Trick Nummer 2 für kostenlose V-Bucks in Fortnite Chapter 3 Season 2. Dieser Trick ist sehr, sehr wichtig und ich bin mir sicher, dass sehr viele von euch kostenlose V-Bucks mit diesem Trick freischalten können. Und zwar geht es dabei um die Tickets, um Skins zurückzugeben. Ihr wisst, wenn ihr hier einfach in die Einstellungen von Fortnite geht und hier einmal ganz nach hinten hingeht, dann könnt ihr hier einmal auf Stelle eine Anfrage klicken und dann seht ihr die Items, die ihr zurückgeben könnt, um V-Bucks zu erhalten. Diese Tickets werden immer wieder erneuert. Das bedeutet, man bekommt mittlerweile immer im Jahr 3 Tickets zur Verfügung, um Skins und Items aus dem Itemshop wieder zurückzugeben. Ich kann euch jetzt ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar seht ihr, könnt ich hier diese Items zurückgeben. Da klickt man einfach auf die Items drauf. Danach muss man hier noch den Grund angeben. Dort könnt ihr zum Beispiel einfach auf versehentlicher Kauf klicken und danach könnt ihr hier das Ganze zurückschicken. Ich werde das Ganze jetzt natürlich nicht machen, denn dieser Wert ist nur 100 V-Bucks und es lohnt sich auf jeden Fall nicht für mich, diese Items zurückzugeben, weil die auf jeden Fall ziemlich cool sind. Auf jeden Fall könnt ihr mit diesem Trick ganz einfach die ganzen Items, die euch nicht mehr gefallen, einfach zurückgeben. Und wie gesagt, mittlerweile werden diese Tickets immer wieder mal erneuert. Das heißt, ihr müsst keine Angst haben, dass die Tickets einfach leer sind. Bei Trick Nummer 3 für kostenlose V-Bucks in Fortnite geht es dieses Mal um den Fortnite Rette die Welt Modus. Dieser hat sich zur neuen Fortnite Season 2 auch verändert und es gibt jetzt noch mehr Möglichkeiten, gratis V-Bucks im Rette die Welt Modus zu bekommen. Ihr seht, ganz am Anfang bekommt man natürlich immer seine tägliche Belohnung. Hierbei habe ich heute zum Beispiel diese Lamas bekommen.
haben. Aber es gibt hier zum Beispiel kostenlose V-Bucks, es gibt hier wieder kostenlose V-Bucks. Das bedeutet, alleine mit den täglichen Belohnungen kann man sehr oft gratis V-Bucks in Fortnite Rettet die Welt bekommen. Danach könnt ihr einfach hier in eure Aufträge gehen. Hier gibt es sehr viele Aufträge, wo man sich gratis V-Bucks freischalten kann. Wie zum Beispiel die Sturmschildverteidigung, aber auch die täglichen Aufträge geben meistens kostenlose V-Bucks, die man sich ganz einfach freischalten kann. Und in Fortnite Chapter 3 Season 2 gibt es jetzt sogar ein neues Angebot für den Fortnite Rettet die Welt Modus, und zwar bezahlt ihr da einmal 15,99 € und ihr bekommt dann dieses komplette Paket mit dem Fortnite Rettet die Welt Modus mit 1500 kostenlosen V-Bucks und sogar noch einen Skin mit Rückenaccessoire und Spitzhacke, was auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Angebot ist. Wie könnt ihr das Ganze bekommen sozusagen? Ihr holt euch das Ganze sozusagen hier, und wenn ihr euch dann die V-Bucks freischalten wollt, müsst ihr ganz am Anfang Sturmschildverteidigung 1 sozusagen einfach abschließen und dann bekommt ihr noch obendrauf die 1500 V-Bucks. Das heißt, das Ganze lohnt sich, und Freunde, vertraut mir, der Rettet die Welt-Modus ist wirklich sehr lohnenswert, wenn ihr auf Dauer immer wieder mal V-Bucks farmen wollt, weil wie gesagt, tägliche Belohnungen, Daily Quests, Weekly Quests, diese ganzen anderen Challenges für V-Bucks und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, Freunde. Trick Nummer 4 und Trick Nummer 5 für kostenlose V-Bucks, dieses Mal zwei kleinere Tricks, die auf jeden Fall auch mega wichtig sind, um kostenlose V-Bucks freizuschalten. Ich denke mal, viele von euch ist es auf jeden Fall schon bekannt, dass es einige Creative Map Codes gibt, wo es sozusagen in einer Kreativ Map reinschaltet und wo sehr viele V-Bucks Codes stehen. Und wenn ihr Bock habt, solche V-Bucks Codes zu bekommen, beziehungsweise solche Maps Codes zu bekommen, dann würde ich euch empfehlen, abonniert diesen YouTube-Kanal Official Junior, denn ich zeige immer die neuesten V-Bucks Map Codes. Dort könnt ihr einfach reinschauen, könnt dann die Codes einlösen und bekommt gratis V-Bucks. Kommt auf jeden Fall auch unbedingt in meinen Fortnite Discord Server. Ich werde jetzt einmal ganz kurz zwei Map Codes einblenden, wo sozusagen einige V-Bucks Codes stehen. Diese könnt ihr einfach besuchen, die V-Bucks Codes abrufen. Ich bin da gespannt, ob es da wieder mal neue Codes gibt. Ich weiß das gar nicht. Ich habe da länger nicht mehr nachgeguckt. Es gibt auf jeden Fall noch eine weitere Möglichkeit, um sehr viele Geschenke bzw. um überhaupt Geschenke in Fortnite bekommen zu können. Und zwar wisst ihr, man kann in Fortnite Skins verschenken. Das ist aber nicht bei jedem möglich. Ich kann euch jetzt ganz kurz erklären, wie es funktioniert, dass auch ihr Geschenke in Fortnite bekommen könnt. Und zwar geht ihr dazu einfach in die Fortnite-Einstellungen bzw. einfach hier in die Einstellungen und geht hier einmal ganz nach hinten in die letzte Zeile. Und hier unten könnt ihr dann sehen, kann Geschenke empfangen. Das Ganze muss auf jeden Fall auf an sein, bzw. es kann auch sein, dass kann Geschenke auf aus ist. So könnt ihr nämlich keine Geschenke bekommen. Und wenn ihr das Ganze aktiviert bzw. auf anstellt, könnt ihr Geschenke in Fortnite bekommen. Und was auf jeden Fall auch noch sehr wichtig ist, um Geschenke in Fortnite bekommen zu können, man muss 2 Tage befreundet sein bei Epic Games. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel von mir oder von jemand anderem ein Geschenk in Fortnite erhalten möchtet, müsst ihr erst 2 Tage befreundet sein. Dann könnt ihr ein Geschenk in Fortnite erhalten. Wenn jetzt ihr auch mal Bock habt, ein Geschenk von mir zu bekommen, schreibt einfach mal gerne Hashtag Skin plus euren Epic Games Namen in die Kommentare. Könnt auch mal gerne dazu schreiben, was ihr euch wünscht, was ihr so gerne geschenkt haben möchtet. Denn ich verschenke immer mal wieder zufällig ein paar Items aus dem Item Shop an die Community. Und jo, ihr könnt auch, wie gesagt, sehr gerne immer in den Fortnite Discord Server kommen. Dort gibt es auch öfter Geschenke. Wenn euch dieses Video für kostenlose V-Bucks in Fortnite Chapter 3 Season 2 gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like, da schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Dankeschön für den Support, haut rein, meine lieben Freunde, Dankeschön und ciao.